Ich rufe auf Tagesordnungspunkt. Bitte etwas leiser. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein zweites Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Drucksache 19-6529 zu 19-6076. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Berichterstatter ist Abg. Frömmrich. Bitte Sie um Berichterstattung, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Beschlussempfehlung der Vielen Dank. Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung von SPD, LINKEN und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-6501 und damit in der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich, für die Berichterstattung. Als erster Redner spricht nun Kollege Heinz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Berichterstatter hat es vorgetragen. Im Ausschuss wurde empfohlen, einstimmig bei Enthaltung der drei Oppositionsfraktionen den Gesetzentwurf anzunehmen. Vielleicht geben sich die drei anderen Fraktionen auch noch einen Ruck und stimmen heute im Plenum zu, denn es ist ein gutes Gesetz. Es verbessert im Schwerpunkt die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Das hat für das Land Hessen und seine Beamtinnen und Beamten höchste Priorität. Hier wollen wir Regelungen schaffen, die flexibel sind, die familienfreundlich sind und die den betroffenen Beamtinnen und Beamten das ermöglichen, was auch den Tarifbeschäftigten schon möglich ist. Wir wollen damit ein attraktiver Arbeitgeber bleiben als Land Hessen, der in Situationen besonderer Belastungen eben auch besondere Möglichkeiten schafft, der auch dann, wenn es droht, finanziell eng zu werden für Beamtinnen und Beamten, weil sie unterbrechen müssen ihre Tätigkeit oder verringern müssen, um Angehörige zu pflegen, ihnen auch zinsfrei einen Vorschuss zu gewähren, damit sie über diese schwierige Zeit etwas leichter hinwegkommen. Und dieser Familienpflegezeit soll alles in allem ein Baustein sein, der es ermöglicht, die dienstlichen Belange mit den familiären, die in diesen Sondersituationen entstehen können, einherzubringen. Wir haben weitere Aspekte noch aufgenommen nach der Anhörung. Ein Ergebnis der Anhörung war, dass für die kurzzeitige Unterbrechung mit einer Beurlaubung zur Pflege dann auch zum Teil drohte, dass der Beihilfeanspruch wegfällt. Diese Lücke oder Regelungslücke, die dann noch aufgefallen ist, die wollen wir schließen. Das ist durch den Änderungsantrag und die Beschlussempfehlung mit eingeflossen. Außerdem sind noch einige kleine weitere Änderungen im Beamtenrecht enthalten. Einmal soll auch im Beihilferecht die elektronische Antragsmöglichkeit installiert werden. Da die Beihilfebearbeitung in Hessen im Wesentlichen zentriert ist in Hünfeld, macht es auch durchaus Sinn, dort die Antragsformulare nicht mehr per Post zwingend hinzuschicken, sondern auf elektronischem Wege. Das beschleunigt und vereinfacht die Bearbeitung. Darüber hinaus erfolgen weitere zeitgemäße Anpassungen. Schriftformerfordernisse werden dort, wo sie nicht mehr zwingend sind, durch die Möglichkeit einer elektronischen Mitteilung erweitert. Und ganz auch neu aufgenommen nach der Anhörung durch den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie wissen, uns ist wichtig, dass wir Angriffe auf Einsatzkräfte schon länger hier entschieden entgegenwirken als Regierungskoalition. Wenn es zu Verletzungen im Dienst kommt, was insbesondere Polizeibeamte und auch Feuerwehrkräfte treffen kann, für diese Fälle wollen wir zur Absicherung der Einsatzkräfte und auch ihrer Hinterbliebenen wollen wir die einmalige Unfallentschädigung verdoppeln, sodass neben der dann dauerhaft gewährten Versorgung nach dem Beamtenrecht künftig verdoppelte Beträge als Einmalentschädigung gewährt werden. Das ist quasi eine gesetzliche Unfallversicherung, wenn Sie es so vereinfachen, für Beamtinnen und Beamte, dass Summen bis zu Einmalzahlungen bis zu 160.000 € künftig möglich werden können, um in der ersten Phase große Verbindlichkeiten der Familie, die dann eventuell bestehen, auch entsprechend abgedeckt werden. Und als letzter Punkt ist in diesem Gesetzentwurf auch als Paket enthalten. Das ist jetzt kein originär innenpolitisches Thema, sondern es gehört in den Schulbereich. Deswegen war auch der Schulausschuss mitberatend. Wir wollen eine deutliche Steigerung der
Attraktivität von Leitungsfunktionen im Grundschulbereich. Daher sollen auch die Grundschulkonrektoren angehoben werden, jeweils um eine Stelle, nachdem schon die Grundschulrektoren am ersten Schritt angehoben wurden bei der Besoldung. Auch das trägt weiter zur Attraktivität im öffentlichen Dienst bei, insbesondere bei denen, die besonders herausgehobene Funktionen ausüben. Ja, um es zusammenzubinden, es ist ein sehr gutes, gelungenes Gesetz. Wir können das heute in zweiter Lesung hier gemeinsam beschließen. Ein guter Zwischenschritt war schon das Votum des Ausschusses. Noch besser als Signal an die Beamtinnen und Beamten wäre es, wenn alle heute einstimmig positiv votieren und diesen Rückenwind eben weitergeben dem öffentlichen Dienst. Der hätte es verdient. Die Koalitionsfraktionen sind entschlossen, das zu tun, damit Hessen als Arbeitgeber noch attraktiver wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, hier in dem Fall Pflege, die Pflege von Angehörigen, die Hilfe bedarf, bedarf einer gesetzlichen Regelung. Seit 2015 besteht die Möglichkeit, das im Beamtenrecht zu verankern. Das erfolgt jetzt in Hessen. Insofern keine Ruhmestat, sondern das, was andere Länder machen, machen wir. Dass wir Menschen damit helfen wollen, die anderen helfen, finde ich, ist nachvollziehbar. Ich will auch ausdrücklich sagen, wir begrüßen die Erhöhung der Grenzen für Opfer. Das ist ein sinnvoller Ansatz. Wir haben das schon öfters diskutiert, weil im Einzelfall kann das zu einer extremen Belastung führen. Ich will auch anregen, wir haben uns ja im Rahmen der Haushaltsberatung für einen Opferhilfefonds eingesetzt. Auch das ist ein Instrument, um Opfern helfen zu können. Das wäre übrigens auch ein schönes Signal. Also es gibt Elemente in dem Gesetzentwurf, die sind vernünftig, dem kann man zustimmen. Warum Sie dem Antrag der FDP hinsichtlich Einsatz von Fahrrädern als Dienstmittel nicht zustimmen, bleibt ein Geheimnis. Die Begründung, im Tarifvertrag sei das auch nicht geregelt, ist natürlich eine, die ist auf dünnem Eis gesät, weil wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten. Wir haben unterschiedliche Besoldungs- und Tariferhöhungen der letzten Jahre gehabt. Also, ich finde, wenn schon Beamte mal ein Fahrrad nutzen wollen und sollen, dann kann man ihnen das auch ermöglichen. Da muss man als Dienstherr nicht blockieren. Also von daher kann ich das inhaltlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wahrscheinlich, weil der Vorschlag von der Oppositionspartei kam, hatte er keine Chance. So ist das manchmal im Leben, wenn man etwas klein argumentiert. Ja, dass Sie gelten, Herr Kollege Hahn, Sie gelten jetzt nicht als die klassische Fahrradpartei. Das könnte ich ja sogar noch nachvollziehen an der Stelle. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einem weiteren Punkt, der uns dann am Schluss veranlasst, dass wir dem Gesetzentwurf, wir werden uns enthalten. Es geht darum, Sie haben Konrektorenstellen nach A13 angehoben, was richtig ist. Aber wir erheben die weitergehende Anforderung und Forderung, so steht es im Übrigen auch in unserem Wahlprogramm, dass alle Grundschullehrer nach Besoldungsgruppe A13 besoldet werden. Wir halten das für eine richtige bildungspolitische Maßnahme. Und weil Herr Wagner, ich nutze die restlichen drei Minuten gerne, um mit Ihnen den Diskurs und damit der geneigten Öffentlichkeit und auch dem Protokoll des Landtags doch zu machen, Herr Kollege Hahn. Weil, wenn die GRÜNEN in einem Konzeptpapier Nummer 7, Seite 12 fordern, wir werden uns in der Kultusministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung in Bezug auf die Bezahlung der Grundschullehrkräfte nach A13 einsetzen, dann finden wir das gut. Wenn man aber 4,5 Jahre nichts macht, sollten Sie die SPD nicht kritisieren, wie Sie das im Bildungspolitischen Ausschuss getan haben. In unserem Wahlprogramm steht es drin. Das kostet 70 Millionen Euro. 70 Millionen Euro, das halten wir für finanzierbar. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein. Habe ich doch signalisiert, meine Damen und Herren. Also, wir halten das für finanzierbar. Und Herr Wagner, weil Sie ebenso von Redlichkeit gesprochen haben, hier von diesem Pult haben Sie auch die Gelegenheit zu sagen, Sie behaupten ja 3 Milliarden mehr Forderung der SPD für diverse Bereiche. Wo können Sie belegen, dass wir 1 Milliarde mehr im kommunalen Finanzausgleich fordern? Wo können Sie das belegen? Sie behaupten, wir würden 500 Millionen mehr für den Wohnungsbau fordern. Wo können Sie das belegen? Wie denn? Belegen Sie es mit Zahlen. Ansonsten müssen Sie sich dem Vorwurf der Unwahrheit, bewussten Täuschung der Öffentlichkeit aussetzen. Es reicht jetzt. Es reicht an der Stelle. Alles belegt. Ja.
Weil das, was wir im Rahmen der Haushaltsberatung gemacht haben, sind natürlich auch Einsparmodelle, sind Gegenrechnungen. Und das Land Hessen bekommt ab dem Jahr 2020 rund 600 Millionen € aus dem Länderfinanzausgleich. Es gibt ein Programm der Bundesebene mit 3,5 bis 4 Milliarden € für den Bereich Kita-Betreuung. Entfällt auf das Land Hessen 300 bis 400 Millionen €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Wagner, weil Sie sonst mit Moralinsäure ja großzügig umgehen gegenüber anderen, belegen Sie die Zahlen, die ich eben genannt habe. Dann können wir uns diskutieren. Aber Sie sind falsch, entweder aus dem Zusammenhang gerissen oder nicht im Kontext erläutert der Haushaltsberatungen. Und so redlich sollten Sie miteinander umgehen. Wenn Sie sagen, wir wollen das nicht, damit kann ich politisch umgehen. Aber Sie sollten nicht immer so tun, als wenn Sie die Einzigen sind, die hier das, was Sie in Ihrem Wahlprogramm machen, umsetzen. Sie haben 4,5 Jahre für den Bereich Grundschullehrer nichts getan. Das ist ein wichtiger Baustein, um mehr Grundschullehrer zu bekommen. Das ist nicht der einzige, wie wir das wissen. Aber dass sich auch mehr Leute für eine Lehrerausbildung in dem Bereich engagieren, hängt auch mit der Bezahlung und den Rahmenbedingungen zusammen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Sie an der Stelle zu kurz gesprungen. Und deswegen werden wir uns in der Schlussabstimmung bei diesem Gesetzentwurf der Stimme enthalten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Heinz hat es im Großen und Ganzen sehr richtig und gut hier dargestellt. Es geht hier um die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Das unterstützen wir ausdrücklich. Insbesondere die Frage für die Pflege auch haben wir Regelungen getroffen. Wir haben Regelungen für die Hinterbliebenen oder Verletzten in diesem Bereich getroffen. Wir haben, glaube ich, hier, das hat auch die Anhörung ergeben, von so gut wie allen Anzuhörenden positive Rückmeldungen bekommen. Deswegen glaube ich, ist das, was wir hier regeln, unstrittig. Und deswegen freue ich mich, wenn wir hier vielleicht auch eine große Mehrheit hinkriegen. Ich hatte das im Übrigen, Herr Kollege Rudolph, im Ausschuss auch erklärt, warum das mit dem Fahrrad aus unserer Sicht so nicht geregelt werden kann. Es gibt gerade die Erarbeitung einer Fahrradlinie, die Richtlinie, die wird abgestimmt zwischen den Häusern hier. Das betrifft dann nicht nur Beamtinnen und Beamte, sondern das betrifft Beamtinnen und Beamte und Tarifbeschäftigte. Und wir sind, glaube ich, da dann einer Meinung auch, dass wenn man so etwas macht, dass man es denn für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelt. Das war der Grund, weswegen wir das gesagt haben. Wir wollten keine Spezialregelung für die Beamten einführen. Und ich glaube, am Ende werden wir das auch machen. Und es wird auch eine gute Sache, und zwar für alle Beschäftigten in diesem Land. Das haben wir ja schon an anderen Punkten, wo es um den Verkehr geht, bewiesen. Und jetzt will ich vielleicht doch noch, weil Sie ja gesagt haben, das sei alles nicht zu belegen, dann will ich doch die eine oder andere Minute doch noch für Belege Ihnen nachreichen. Vielleicht schlagen Sie es ja noch einmal selber nach, was die Ausgaben angeht. 1,3 Milliarden € zusätzlich Kinderbetreuung, vollständige Gebührenfreiheit, mehr Personal, Entlastung der Kommunen. Das ist aus dem SPD-Gesetzentwurf 1954/67. 1 Milliarde € Erhöhung der Mittel für den KFA, Quelle Gelnhäuser Zeitung vom 16.08.1917, Günther Rudolph, Originalzitat. Sie wollten es doch wissen. Sie wollten es doch wissen. Sie wollten es doch wissen. 600 Millionen € für den sozialen Wohnungsbau, Quelle TSG, Facebook. 240 Millionen € Hessenkasse, Quelle PM der Fraktion der SPD. 240 Millionen € Erhöhung der Besoldung, Plenarsitzung, 14.07. Rede von Günther Rudolph. 230 Millionen € Ablehnung der Grunderwerbssteuer, Plenarprotokoll 19/17. 80 Millionen € Mehrinvestitionen in Landesinfrastruktur, Quelle SPD-Pressemitteilung 2.10.2017. 90 Millionen € Grundschullehrer, Stellenanhebung von A12 nach A13, Haushaltsantrag 2018/2019. Ich wollte Ihnen einmal einen kurzen Einblick darin geben, was Sie die letzte Zeit beantragt haben. Vielleicht ist Ihnen ja bei all dem, was Sie gefordert haben und was Sie sozusagen auch beschrieben haben, der Überblick verloren gegangen. Wir können Ihnen die Zahlen aber gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie sie dann wollen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der ersten Lesung habe ich bereits darauf hingewiesen,
dass hier die Fraktionen von CDU und GRÜNEN kurz vor den Landtagswahlen erneut in Dienstrechtsangelegenheiten von Beamtinnen und Beamten einen Fraktionsgesetzentwurf vorgelegt haben, der zweifelsohne aus dem Haus des Innenministers erstellt wurde. Erneut, ja, ist mir schon klar, aber mehr machen Sie es für Sie. Ne? Erneut wurde damit, und das ist der entscheidende Punkt, Herr Bellino, die im Beamtenrecht vorgeschriebenen Anhörungsrechte der Gewerkschaften, wie ich finde, ohne Zeitnot bewusst umgangen. Und das ist nämlich die Folge sozusagen eines solchen Fraktionsgesetzes. Das wissen Sie, und das kalkulieren Sie natürlich auch immer wieder ein. Aber ich will auch betonen, dass diese Rechte, diese Anhörungsrechte, ja im Beamtenrecht sozusagen die einzige Möglichkeit sind, wo die entsprechenden Vertreter, die Gewerkschaften sozusagen einbezogen werden. Aber dass Sie Angst haben, Gewerkschaften anzuhören, das haben wir ja in der vorangegangenen Diskussion schon mitgekriegt. Also, dieser Gesetzentwurf kommt hinsichtlich verbesserter Regelung der Vereinbarung von Familie und Beruf zudem, wie ich finde, viel zu spät. Denn für die Privatwirtschaft und für die Tarifbeschäftigten beim Land Hessen gilt bereits seit dem 1. Januar 2015 das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Und jetzt haben wir 2018. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Anpassung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Pflegefällen nun endlich auch bei Beamtinnen und Beamten verbessert werden. Es findet auch unsere Zustimmung, dass Sie im Gesetz eine verstärkte Ausweitung von freiwilliger Teilzeitarbeitsmöglichkeiten vorsehen, wohlbemerkt freiwillig. Ich finde es auch gut, dass Sie mit dem Änderungsantrag die finanzielle Absicherung der Einsatzkräfte und ihrer Hinterbliebenen durch die Erhöhung der einmaligen Unfallentschädigung verbessert haben. Ich hoffe, dass sie nie sozusagen ausgezahlt werden muss. Aber das ist ja in der Tat auf der Positivseite zu verbuchen. Wir sehen durchaus auch erste Schritte bei der Verbesserung der Besoldung von Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen. Wir wünschen uns aber ebenso wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass allen Grundschullehrerinnen und Lehrern, die in der Besoldungsgruppe mit den anderen Lehrkräften, nämlich nach A13, gleichgestellt werden. Und das ist nicht vorgesehen. Dieser berechtigten Forderung kommen Sie eben nicht nach, obwohl in der Anhörung dazu Frau Stötzel von der GEW nachvollziehbar dargelegt hat, dass es in den letzten Jahren einen erheblichen Aufgabenzuwachs an Grundschulen von mindestens 10% gegeben hat. Ich zitiere Frau Stötzel aus der Anhörung vom 9. Mai. Zitat: Der Mangel an Grundschullehrkräften gefährdet allerdings auch die sehr erfolgreiche Arbeit der Grundschulen, die im internationalen Vergleich in Lernergebnissen außerordentlich erfolgreich sind. Deshalb denken wir, dass es, um diesem Lehrkräftemangel zu begegnen, geboten wäre, arbeitsmarktpolitisch A13 zu bezahlen. Und dem schließen wir uns als LINKE völlig an. Ja, wenn Sie sich noch weiter unterhalten wollen, Herr Pentz, wenn Sie... Herr Kollege Pentz, bitte. Ja. Herr Kollege Schaus, Sie haben wieder das Wort. Danke schön. Also, dieses Manko, finde ich, ist letztendlich aber für uns der entscheidende Grund, weshalb wir trotz der erwähnten Verbesserung im Dienstrecht dem Gesetzentwurf dennoch nicht zustimmen werden. Danke, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Blechschmidt von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ich habe für vieles Verständnis, besonders nach einer Debatte, wie wir vorab geführt haben, vielleicht auch für die nachfolgende Debatte. So eine Diskussion bei diesem Tagesordnungspunkt habe ich weniger Verständnis. Ich bin auch froh, dass oben die Zuschauertribünen nicht so voll sind, sondern die Bürger unten sind und dann warten, dass wir zu denen kommen. Mit Blick auf die Uhr möchte ich für die FDP-Fraktion festhalten und nehme das auf, was der Herr Heinz gesagt hat, dass wir dem Gesetzentwurf zustimmen werden. Wir werden uns nicht enthalten.
Wir sehen, dass das überfällig ist. Da gebe ich Herrn Schaus recht. Auch das problematisierte Fahrrad sehen wir nicht so als erheblich an, dass wir jetzt enthalten und dagegen stimmen müssen. Wir sehen allerdings auch nicht erforderlich an, was der Herr Frömmrich gemacht hat, dass wir noch einmal rechts und links uns um die Ohren hauen, wie bei der letzten Debatte. Das Gesetz, das hier ansteht, macht Sinn, ist überfällig und bedarf alle unserer Zustimmung. Ich will das auch verkürzen, weil ich eine ganz klare Regieanweisung von meiner Fraktion habe und dann auch einmal runtergehen will, dass dann das, was wir auch im Fokus haben, wir heute begegnen können. Das ist ja nicht die letzte Diskussion, sondern die vorletzte Diskussion. Also, Herr Heinz, die FDP wird sich nicht enthalten, wird zustimmen. Die Mehrheit ist etwas größer geworden. Die ganze Mehrheit ist noch nicht vorhanden. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Blechschmidt. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung, der Hessische Landtag, steht hinter seinen tüchtigen Beamtinnen und Beamten. Das kommt durch das zweite Dienstrechtsänderungsgesetz zum Ausdruck. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie ihm zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Doch, Herr Kollege Schmidt, Sie haben sich noch zu Wort gemeldet zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich dachte, erst ist ein Versehen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, wenn die Angriffe von Grünen auf unser Finanztableau erfolgen, dann finden wir schon, dann soll das ausgetragen werden. Nachdem auch der Ministerpräsident, auch beim Landesparteitag davon gesprochen hat, dass wir angeblich über 3 Milliarden € mehr ausgeben. Und das hängt dann, dann fange ich damit an, Frage, wie geht man mit den Beamten um? Das ist genau das Thema, das wir eben haben, die Frage Dienstrechtsreform. Dazu muss man sagen, es wäre ja erstaunlich. Wir haben immer gefordert die Übertragung des Tarifergebnisses und wir haben gefordert, dass es eine weitere Arbeitszeitverkürzung geben muss. Jetzt haben wir einen mittelfristigen Finanzplan, dazu werden wir morgen reden. Es wäre sehr erstaunlich, meine lieben Kollegen, insbesondere von den GRÜNEN, wenn sowohl im Haushalt, im Doppelhaushalt für das Jahr 2019 als auch im Finanzplan für die Folgejahre die Frage der Tariferhöhung und der Personalkosten nicht eingearbeitet wäre. Ist das nicht der Fall? Ist das nicht der Fall, wäre das ein weiterer Wahlbetrug? Nämlich dann wäre sozusagen eingefragt, dass in der Tat wieder einmal nicht das Tarifergebnis auf die Beamten übertragen wird. Da möchte ich von Ihnen jetzt eine Stellungnahme dazu haben. Ich möchte von Ihnen wissen, ob in die mittelfristige Finanzplanung das Tarifergebnis für die, oder sozusagen die Tarifvorstellung eingeplant ist für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Ist dieses nicht der Fall? Dann in der Tat könnte der Vorwurf zielen, in der Tat, dass wir sozusagen 200 Millionen Euro sozusagen finanzieren müssten. Dann allerdings, meine Damen und Herren, das werden wir morgen diskutieren, wäre der Finanzplan eine Lüge gegenüber der Öffentlichkeit. Ich gehe nicht davon aus, dass es so ist. Ich gehe nicht davon aus. Ich bin ziemlich sicher, dass es eingearbeitet ist. Nur dann fallen Ihnen schon alleine wieder 240 Millionen Euro als Vorwurf gegenüber der Opposition weg. Ich will im zweiten Bereich nennen KFA. Unsere Position war immer, die Frage der Pflichtaufgaben muss vollständig finanziert werden. Vollständig finanziert werden, 100% und nicht, wie Sie es gemacht haben, mit Quartal. Nur, dass man am Ende die freiwilligen Leistungen, und das weiß doch Herr Hahn, das ist ja immer zu Recht vorgerechnet, das Ergebnis der KFA-Reform haben Sie in der mittelfristigen Finanzplan, das stand doch längst fest. Es ging doch nur sozusagen Parameter und Begründungen und Rechenmethoden zu finden, um das schon feststehende Ergebnis von 4,1 Milliarden € damals zu erreichen. Das war doch der ganze Versuch. Und dass man die Pflichtleistungen am Ende zu 92% anerkennt und die freiwilligen Leistungen 88% anerkennt, dann sieht man doch schon, da ist getrickst worden, das passt doch gar nicht zusammen. Deswegen sagen wir Ihnen, in der Tat, die Pflichtleistungen müssen vollständig finanziert werden, und dazu müssen zwangsläufig die freiwilligen Leistungen runtergehen. Am Ende, meine Damen und Herren, bleibt nicht 1 Milliarde, sondern bleiben 158 Millionen Euro, die wir mehr in den KFA stecken wollen. So bricht aus Ihrer Punkt 1 Milliarde bricht zusammen auf etwa 14,8%, meine Damen und Herren. So ist das bei den GRÜNEN. Ähnliches ist es bei der Frage
Kinderbetreuung. Guckt den Kollegen Merz an. In der Tat, in der Endstufe, meine Damen und Herren, würde die vollständige Gebührenbefreiung, die wir in der Tat kämpfen, würde in der Tat 720 Millionen € kosten. Jetzt haben wir die Aussage des Ministerpräsidenten, dass wir die 550 Millionen € aus der Frage Länderfinanzausgleich auch dafür verwenden wollen. Bleiben am Ende 170 Millionen €, meine Damen und Herren. Von Ihrer 3,5 Milliarden Euro bricht das wirklich zusammen. Und letzter Satz zur Grundsteuer. Letzter Satz zur Grundsteuer. Wir haben in der Tat der Grundsteuererhöhung nicht zugestimmt, weil wir nicht die Hand dazu heben wollten, dass der Finanzminister vor der Wahl gesagt hat, es wird bei der Grundsteuer nichts mehr an der Grundsteuer gedreht. Da können Sie doch nicht verlangen, meine Damen und Herren, dass die SPD an der Wahllüge der CDU stimmt, meine Damen und Herren. Sie haben das gemacht. Sie haben das in der Tat gemacht. Und dafür sollten Sie sich heute noch schämen, an dieser Stelle. Danke, Herr Kollege Schmidt. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deshalb kommen wir in die Abstimmung zum Gesetzentwurf. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die restlichen Fraktionen. Damit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen worden und somit zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich auf der Besuchertribüne ganz herzlich unseren früheren Kollegen Peter Stephan begrüßen. Sehr herzlich willkommen.